Liebe Pilgerinnen und Pilger, wären wir körperlich im Präsens in Lourdes, würden viele von heute den Samstag, der ja der Mutter Gottes geweiht ist, dazu nutzen, in die Piscinen zu gehen, nämlich in die Teiche, dort, wo das Wasser des Lebens sprudelt. Wasser, eines der Grundelemente. Ohne Wasser kein Leben. Ohne Wasser keine Taufe. Das wissen wir als Christinnen und Christen ganz genau. So können wir bei den Piscinen auch an das Wasser der Taufe denken, das uns eingegliedert hat in den Lebenszyklus der Kirche heißt. Maria von Lourdes, die schöne Dame, ruft uns bis heute zu, tut Buße. Und dieser Ruf, diese Einladung der schönen Dame von Lourdes findet ein Echo gerade heute. Der Buß- und Umkehrruf ist aktueller denn je. Da kommt mir Johannes in den Sinn, der auch am Jordan getauft hat, eine Taufe zur Umkehr und zur Versöhnung. Und dann übersteigt Jesus das Ganze, indem er die Taufe als Eingliederung sieht in das Reich Gottes, in seine Gemeinschaft der Apostel, in die Kirche. Erinnern wir uns heute an den Bußruf Marias, tut Buße. Denken wir daran, dass wir alle einmal selbst getauft sind und lassen wir uns reinwaschen vom Herzen her, auch wenn wir nicht selbst in die Piscinen gehen können. Bitten wir den Herrn darum, dass wir mit reinem Herzen den Sonntag angehen, denn selig die reinen Herzen sind, ihnen gehört das Himmelreich und sie werden Gott schauen. Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben im Wasser des Lebens das Heil gesehen, das du allen Völkern bereitet hast. Wir wollen alle mithelfen, dass möglichst viele zum Wasser des Heils gelangen, auch bei uns in der Heimat, wo so viele getauft sind, aber wo die Taufe oft nicht mehr bedeutet als ein Wasserguss. Reinige sie durch das Wasser des Lebens, du Herr deiner Kirche, und lass uns dabei mithelfen. Dazu segne sie der allmächtige und treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.